Umso größer ist der Dank, dass Sie den Weg hier rausgefunden haben. Aber wir wissen, dass Ijoma Mangolds Publikum sehr robust ist. Als hier das deutsche Krokodil seine Premiere hatte vor 3 Jahren, waren es Stechmückenschwärme, die sich versammelt hatten, just an diesem Tag, aber denen Sie auch getrotzt hatten. Ja, wir hatten diesen Termin so ein bisschen hin und her jongliert. Und es ist eigentlich witzig, dass wir am Schluss am 17. September angelangt sind, weil just der 17. September 2019 der Einstieg in diesem Buch ist. Und ab diesem Tag nimmt uns Ijoma Mangold mit in sein Innerstes, in sein politisches Tagebuch, sein Reden mit sich selbst, das, wie das schöne Hannah Arendt-Motto heißt, dass eigentlich das Denken ist, das Reden mit sich selbst. Heute, Gott sei Dank muss man sagen, nicht nur mit sich selbst, sondern Robert Habeck ist da. Und wenn wir sozusagen als Überschrift haben, politisches Tagebuch, so haben wir hier sicher einen Moderator, der so sehr wie kaum ein anderer in beiden Welten zu Hause ist, der politischen Welt auf der anderen Seite, in der Welt des Buches auf der anderen. Sie wissen es, er ist selbst Autor, zahlreiche Romane als Co-Autor, als Autor, Jugendbücher und auch als Sachbuchautor präsent. Sie finden ihn neben den Büchern von Ijoma Mangold auch auf unserem Büchertisch. Da rechts ganz genau, was wir sein könnten. Wer wir sein könnten, heißt das letzte Buch, und es handelt um das Verhältnis von Demokratie und offener und vielfältiger Sprache, was ja gar nicht so weit weg liegt vom inneren Stammtisch. Sie wissen, dass Sie, sobald Sie ins Haus gehen, bitte eine Maske tragen. Dort finden Sie auch noch Decken. Wenn Sie das alles unterschätzt haben, also innen finden Sie noch weiter Decken. Ijoma Mangold und Robert Habeck fertig auch signieren nachher noch gerne Bücher. Auch da, wenn Sie da bitte diese 1,50 Meter Abstand einhalten würden. Last but not least, der Dank an den Rowohlt Verlag für die wie immer wunderbare Zusammenarbeit. Arbeit und Ihnen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend. Ja, dann übernehme ich ab hier die Moderation und danke erst einmal fürs Warten. Es tut mir leid, dass Sie jetzt die ersten 10 Minuten schon umsonst gefroren haben. Ich war pünktlich in der S-Bahn, aber die S-Bahn hatte noch hoffentlich keinen schlimmen Fall zu bewältigen. Sie kennen das Problem manchmal, aber danke für die Geduld. Und danke, Ijoma, dass du mich gefragt hast, ob ich hier ein bisschen Fragen zu deinem Buch stellen darf und uns und dich heute durch diesen Abend leiten darf, freue ich mich wirklich darüber und es ist eine echte Ehre. Ich habe gerade noch gesimst, sollen wir uns eigentlich siezen? Also formhalber. Und er hat geschrieben, nee, warum sollen wir das denn tun? Wir kennen uns seit Studientagen und zur Wahrheit gehört dann auch Wahrhaftigkeit. Also duzen wir uns und das ist keine Fraternisierung oder Verbrüderung in irgendeinen öffentlichen Welten, sondern es ist einfach nur, weil wir schon häufiger und länger miteinander geredet haben. Und dann obliegt es mir zu sagen, und es ist ein bisschen doof, dass die Veranstaltung, also unser Gespräch, auf 80 Minuten terminiert ist. Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass Sie sonst nicht erkälten oder ob es an Corona liegt, keine Ahnung. Aber wenn Sie, Ihnen nach einer Stunde kalt ist und wissen Sie noch, dass Sie noch 20 Minuten durchhalten müssen. Stellst du jetzt gerade den Wecker oder was? Genau. Okay, alles klar. Dann ich muss mal gucken. Wahrscheinlich ist es 15:45, oder? Ja. Genau, 45, also dann 80 Minuten von hier an. Finde ich ein bisschen bedauerlich, wenn das so immer scharf ist, aber so sind halt die Spielregeln heute Abend. Ijoma wird 3-mal vorlesen aus dem Buch und so wird der Abend gestaltet sein. Ich stelle ein paar Fragen zwischendurch. Wir steigen immer wieder ein in die Kapitel, die er liest oder auch Dinge, die mich beschäftigen, nachdem ich sein Buch gelesen habe. Aber es wird eben immer wieder unterbrochen oder getragen von 3 Lesungen. Und die erste Frage, die ich hätte, ist eigentlich eine scheinbar ganz triviale Frage, aber sie führt unmittelbar zu der Gattung dieses Buches. Warum eigentlich ein Buch? Warum hast du in diesem Jahr ein Buch geschrieben? Was hat dich umgetrieben, ein politisches Tagebuch zu schreiben? Also die Form ist erst im Laufe des Schreibens entstanden. Am Anfang stand die Beobachtung einer Diskrepanz. Mir fiel auf, dass bei so vielen Dingen, über die man nachdenkt, weil von außen im politischen Geschehen Dinge auf einen eindringen, das ist immer so es gibt so 2 Bühnen. Es gibt die
offizielle Bühne gegenüber anderen Menschen, noch offizieller natürlich, wenn man einen Text schreibt. Und dort haben wir so eine Art, unsere politischen Überzeugungen und Meinungen so zu vertreten, als würden die entstehen, weil wir uns Sachkompetenz anschaffen, uns gut informieren, dann wägen wir die Pro- und Kontra-Argumente ab, um uns am Ende für das bessere, das stärkere Argument zu entscheiden. Und jeder weiß natürlich, dass das Bullshit ist. In der Regel ist der Prozess ein völlig anderer. Wir wissen zuerst, welcher Meinung wir sind. Und dann suchen wir nach Informationen, um unsere Position stark zu machen und sie zu rechtfertigen. Diese Diskrepanz zwischen dem, was einem selber durch die innere Birne gewissermaßen rauscht und dem, was man nach außen gibt, das ist so eine Zensurschranke, die auch ganz sinnvoll ist. Die will ich überhaupt nicht einreißen. Man kann das nämlich auch ganz einfach Zivilisation nennen. Aber ich finde es doch interessant, wenn man sich gewissermaßen diese Entstehungsgeschichte von Meinungen, von Überzeugungen genauer anschaut. Und wenn man das tut in einer Form der Selbstbeobachtung, entdeckt man vielleicht bestimmte Muster, die einen selber darin steuern, zu welchen Einsichten man kommt. Ich glaube, so ein bisschen der springende Punkt für mich oder so die Ausgangssituation war die, dass man so gut beobachten kann, dass wir beim politischen Gegner immer sehr genau wissen, wie viel, dass der reflexhaft reagiert, dass der von Ressentiments geprägt ist, dass die Affekte da im Spiel sind. Beim politischen Gegner erkennen wir sehr schnell auf Schnappatmung. Umgekehrt bei uns selber gehen wir aber davon aus oder verteidigen das quasi als Ergebnis rationalen Denkens. Und ich bin ein absoluter Anhänger von gewissen symmetrischen Weltbeobachtungen. Es ist total unwahrscheinlich, dass die andere Seite immerzu die von Ressentiments geprägte ist und meine eigene die der reinen Vernunft. Und deswegen habe ich versucht, im inneren Stammtisch so ein bisschen ein Selbstexperiment zu machen, indem ich gewissen das Unreine, das Schmutzige, aus dem die Meinungen entstehen, auch das Bauchgefühl und so weiter, nicht um es zu rechtfertigen, aber um es als psychologisches Beobachtungsobjekt in den Griff zu kriegen. Ja, zwei Gedanken will ich mir merken für das Gespräch danach. Also Mustererkennung sozusagen und die Offenheit, die andere Seite zu sehen. Wir werden darauf zurückkommen. Trotzdem will ich nochmal insistieren, warum erscheint das Buch jetzt und nicht vor 7 Jahren, vor 3 Jahren, vor 2 Jahren? Gibt es also meiner Einschätzung nach würde ich sagen, es ist ja ein Tagebuch. Und ein Tagebuch zeichnet sich in der Regel durch zweierlei sich widerstrebende, weiß ich nicht, Motive aus. Entweder man ist sehr stark mit sich selbst beschäftigt, also die eigene Subjektivität drängt nach außen und man muss seine Gefühle, seine Sorgen, seine Ängste, seine Freude, seine Zweifel schreiben. Also ich habe mein Tagebuch geschrieben, als man sozusagen als Pubertärer mit sich selbst ganz stark beschäftigt war. Kannst du ja, wir sind ungefähr, also du bist 2 Jahre jünger als ich, aber wie viel Pubertät steckt noch in dir, ist die Frage. Und der andere Grund ist halt, man schreibt Tagebücher, wenn der Boden schwankt, also wenn sich die objektive Welt sehr stark verändert, wenn es ein Reflexionsbedürfnis gibt. Ich nehme beide Punkte gerne auf. Die Pubertätsbeobachtung, da stimme ich vollkommen zu. Es ist sogar, würde ich sagen, ein kleines durchgehendes Motiv des Buches, dass ich meinen eigenen Trotz sehr stark in den Mittelpunkt stelle. Mir ist schon klar, dass viele meiner politischen Äußerungen jetzt bei einer Abendessensgesellschaft oder in einer Diskussionsrunde auch immer eine Trotzreaktion sind, weil ich es schwer erträglich finde, wenn in Gesellschaften zu viel Konsens herrscht. Also wir kennen alle diese Situation, oder ich würde es so beschreiben, viele unserer politischen Meinungsäußerungen dienen gar nicht so sehr eine Sache, ein Thema zu erörtern oder darzustellen, sondern vor allem, um die soziale Gruppe, in der man ist, zusammenzuschweißen. Deswegen pflegen wir oft so einen sich selbst bestätigenden Diskurs. Man nennt es, glaube ich, auch so Preaching to the Converted. Und das ist etwas, was natürlich intellektuell total langweilig ist. Und da möchte ich immer gerne ausbrechen. Und deswegen habe ich diese pubertäre Trotzreaktion immer den Advocatus Diabolus spielen zu wollen oder zu müssen. Die zweite Frage. Wie lautet die zweite Frage? Ob wir in einer Zeit leben, die so, objektiv, ja, also dein Trotz hin oder her, ich gehe darauf gleich nochmal ein, ja. objektiv zu einer Reflexion zwingt. Unbedingt. Und jetzt steigen wir schon tief in so bestimmte Motive ein. Zu meinem politischen Charakter würde ich sagen, gehört ein großer Skeptizismus gegen Schwarz-Weiß-Malerei, gegen Gut und Böse, Dichotomien. Ich hatte in meiner politischen Sozialisierung immer das Gefühl, dass der politische Gegner viel zu schnell und viel zu leichtfertig dämonisiert wird. Und jetzt passiert dieses Ereignis, das uns alle bis heute noch sprachlos macht. Donald Trump wird Präsident der Vereinigten Staaten. Und das hat bei mir tatsächlich eine starke Ratlosigkeit ausgelöst.
zur Folge gehabt, weil gewissermaßen dieser Glaubensgrundsatz, der mich bisher geleitet hatte, plötzlich zum ersten Mal ins Schwanken geriet. Als Trump Präsident wurde, mit dieser ganzen usurpatorischen Gestik, mit der er damals in Washington sagte, dieses Mal wird die Macht nicht von einer Regierung an die nächste übergeben, sondern von der Regierung an das Volk. Das ist eigentlich ein Bruch mit der gesamten Verfassungstradition der USA. In diesem Moment fühlte ich mich selber auf so unsicherem Boden, dass ich das Gefühl hatte, hier muss ich zum ersten Mal eine Ausnahme meiner eisernen Regel machen. Vielleicht ist Trump tatsächlich mal die Verkörperung, sagen wir, des schlimmen Verhängnisses. Des Schwarzen. Des Schwarzen, genau. So, des Eindeutigen. Jetzt kann man Trump ja nicht isolieren, sondern wir leben in einer Zeit, würde ich jetzt mal aus meiner Berufswelt zusammenfassen, wo alte, sicher geglaubte Wahrheiten ins Schwanken geraten. Donald Trump verkörpert sie, aber es gibt jede Menge weitere unsympathische Persönlichkeiten in der Welt. Es gibt Krisen und aufeinanderfolgende Krisen, die einem eher das Gefühl geben, ganz so wie es früher war, wird es nie wieder werden und sollte es vielleicht auch nie wieder werden. Also sagen wir mal, die Lage war schon mal weniger ernst, sagst du ja selbst. Und die Reaktion darauf ist ein trotziges Tagebuch, ein Stammtisch. Man könnte ja zu der Meinung neigen, das Falscheste, was man auf Donald Trump antworten muss, ist Stammtischgerede. Absolut, absolut. Wenn man aber du nimmst dir die Freiheit rauf in einer Zeit, wo einige Leute, ich würde mich dazu zählen, sagen, jetzt beginnt aber eine neue Form der Ernsthaftigkeit, ein kokettes, trotziges Stammtischbuch zu schreiben. Das ist ja schon mal eine Provokation. Mich hat es provoziert. Kokett ist es bestimmt, aber es ist in Wahrheit in der gesamten Anlage natürlich nicht einfach nur trotzig, sondern ich betrachte mich schon auch als Aufklärer und vielleicht in der besonderen Form für ein politisches Tagebuch ungewöhnlichen Form, nämlich des Selbstaufklärers. Weil ich glaube, wenn wir uns stärker bewusst machen, wie unsere eigenen Intuitionen, unser eigenes Bauchgefühl, unsere eigenen Affekte und Ressentiments funktionieren, nur dann sind wir überhaupt in der Lage, sie auch zu erkennen und dann über sie hinauszuwachsen. Das Schönste, und wir wissen alle, dass das nur ein Idealzustand ist, das Schönste ist doch, wenn man mit einer Meinung in eine Diskussion reingeht und mit einer anderen Meinung wieder rauskommt. Und das passiert am Stammtisch? Und warum passiert das so selten? Warum sind das so kostbare Momente? Ich glaube, weil wir unseren inneren Stammtisch verdrängen und unsichtbar machen und uns dann mit so einer gepanzerten Außenseite in die Öffentlichkeit bewegen, die quasi, wo jede Meinung und jede Überzeugung in Stein gemeißelt ist. Und wenn ich jetzt aber meinen inneren Stammtisch, der im Übrigen natürlich wesentlich auch selbstreflexiver ist als ein echter Stammtisch, weil da die Gruppendynamik und der soziale Druck ein ganz anderer ist, wenn ich mir über diesen Stammtisch, den inneren Stammtisch bewusster werde, kann ich ihn auch viel besser transzendieren. Also es ist in dem Sinne sogar so eine therapeutisch durchdringende, aufklärerische Bewegung. Wenn ich mein Lektüreereignis zusammenfasse, dann würde ich sagen, Stammtisch hat ja zwei Seiten. Einerseits ein Raum, wo man wirklich entspannt und ohne Schablonen im Kopf einfach mal drauf losreden kann. Das hat ja was anarchisch Befreiendes. Und andererseits eben auch dieses negativ besetzte Bubble-Bestätigung am Stammtisch darf man auch mal politisch, nicht nur politisch inkorrekt sein, sondern auch mal Leute beleidigen und, weiß ich nicht, rassistisch sein und von sich selber eingenommen sein und so weiter. Und das Buch hat meiner Ansicht nach beides. Es hat eine gewisse spielerische Lust an der steilen These, an der Provokation in alle Milieus hinein. Aber es hat auch eine sehr ernste, und darauf müssen wir zurückkommen, eine sehr ernste Komponente, die sich selbst ins Recht setzt. Würdest du das anders sehen? Eine ernste Komponente, die sich selbst ins Recht setzt. Es ist natürlich, also die Das ist mir bewusst, das ist die kunstvolle Herausforderung bei einem Buch, das eigentlich gegen das Besserwissen geschrieben ist. Also deswegen ist es vielleicht auch eines der seltenen politischen Bücher, wo von den eigenen Irrtümern die Rede ist. Was weiß ich, meine Fehleinschätzung von Boris Johnson ist so eines dieser Motive. Ich glaube, ich finde das Buch durch dein Adjektiv spielerisch besser gekennzeichnet. Es ist schon ein spielerischer Versuch, Bewegung sowohl in das eigene Denken und in die eigenen Überzeugungen zu bringen, aber natürlich auch, das gehört dazu, mit einem gewissen polemischen Überschuss. Von dem ich aber hoffe, dass er dann auch wieder die Gesellschaft als Ganze irgendwie in den Griff kriegt als Beobachtung. Die Frage, die
ich würde sagen, nach deiner ersten Lektüre zu beantworten oder wie aufzugreifen sein wird, ist es ein Buch über politische Beobachtung oder ist es ein politisches Buch? Und das ist nicht das Gleiche. Und ich glaube, das ist der feine Unterschied, so mit dem schlau. Ich noch ein bisschen mit dir rumstreiten möchte. Absolut. Und ich würde aber unbedingt sagen, also ich verstehe mein Buch nicht als ein politisches Buch über Meinungen, auch wenn die ganze Zeit das politische Weltgeschehen mit im Blick ist. Aber es geht mir nicht darum, meinen Lesern meine Meinung anzudienen, sondern den Meinungsbildungsprozess zu durchleuchten. Das finde ich den viel spannenderen Prozess, quasi diese Metabeobachtung. Deswegen absolut, es soll ein Buch sein der Beobachtung zweiter Ordnung, wenn man so will. Also du beobachtest dich, wie du auf Politik reagierst. Genau. Und das ist politisch. Absolut, glaube ich, unbedingt. Das ist natürlich nicht das Kreuz, führt nicht automatisch zu einem bestimmten Kreuz bei der Wahl bei irgendeiner Partei, aber es führt zu einem Bewusstsein dafür, wie politische Diskurse, wie die Öffentlichkeit ist auch immer ein Feld starker Affekte, wie die funktionieren und wie man sich ihnen vielleicht auch ein bisschen entziehen kann. Das Buch ist auch aus einem Überdruss entstanden, aus dem Überdruss unserer enormen Empörungserregungswellen, die wir seit dem Siegeszug von Social Media erleben, wie man dazu auch wieder auf Abstand kommen kann. Ich reagiere immer darauf, aber ich versuche auch gleichzeitig, es in einer Weise dadurch zu entschärfen, dass ich die Muster versuche zu beschreiben. Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, dass Sie, wenn Sie es nicht kennen, einen Eindruck bekommen, wie es funktioniert. Und danach greifen wir genau diese Frage wieder auf, weil Sie ja weit über das Buch hinaus... Das ist ja wie bei Ferdinand von Schirach, wo das Publikum dann am Ende entscheiden darf, wer von uns beiden recht hat. Ja, Korn, du hast an einer Stelle geschrieben, darf ich das sagen, oder ist das kokett? Er wünscht sich ein Kanzlerduell zwischen Söder und mir. Und zwar hofft er, dass Söder wieder der alte Prolet wird und ich dann aus meiner reflexiven Haltung rauskomme, dann hätten wir viel Spaß, heißt es. Ob das sozusagen eine politische Erwartung an eine Kanzlerduell-Situation ist, das ist genau die zentrale Frage. Und jetzt aber willst du mir vorführen, wie viel Spaß ich an dir habe. Wenn du willst ein bisschen Krawall haben, dann kannst du es heute Abend kriegen. Also, ich danke dir. Juma Mangold. Dienstag, der 17. September. Noch 3 Tage bis zur großen Fridays for Future-Demo. Die 4-jährige Tochter meiner Nachbarin ist ganz aufgeregt. Ihre Kita legt zwar nicht die Arbeit nieder, möchte aber ein Zeichen setzen. Deshalb sollen die Kinder an diesem Tag in grünen Kleidern zur Kita kommen. Da kaum einer was Grünes im Kleiderschrank habe, fügt die Mutter hinzu, würden alle vorher noch hektisch shoppen gehen. Donnerstag, der 19. September. Ich kann nicht genug bekommen von Greta Thunberg, sagt man, von Greta Thunberg-Fotos. Spätestens seit sie mit diesem einfach nur geilen Gerät den Atlantik überquert hat, bin ich ihr erlegen. Jetzt muss ich alles lesen, was über sie geschrieben wird. Staunend stehe ich vor ihrer Bildproduktion. Mit schlafwandlerischer Unbeteiligtheit bringt Greta am laufenden Band ikonische Bilder hervor. Ihr Gesicht ist schön, wie das einer frommen Jungfrau, als könnte von ihr eine Renaissance der Ikonenmalerei ausgehen. Sie hat die Obamas in Washington besucht. Eine der größten Verteidigerinnen unseres Planeten sei sie, sagt der Präsident außer Dienst. Verteidiger des Planeten, das klingt wie ein Titel, mit dem sich einst Könige schmückten. Verteidiger des Glaubens. Auch das passt. Wie der Erzengel Michael ist Greta auf ihrer Segeljacht über den Atlantik gefegt, das Schwert, mit dem sie das Ungeheuer der Apokalypse niederringen würde, unsichtbar in der Hand. Zitat: Niemand ist zu klein, um Einfluss zu nehmen und die Welt zu verändern, sagte Greta beim Treffen mit den Obamas. Dass das Kleinste das Größte und das Größte das Kleinste sein möge und die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten, ist eine uralte Sehnsucht. Das Kleine ist unschuldig und wenn das Kleinste das Größte würde, gäbe es endlich unschuldige Größe. Zum Repertoire des pietistischen Tagebuchs gehört die Selbstanklage. Ja, ich habe gesündigt. Ja, ich bekenne, ich habe über Greta gespottet. Nun lese ich auf Facebook und Twitter, dass vor allem alte weiße Männer von Greta getriggert werden. Ich vermute, sie meinen Typen wie mich mit meinem sarkastischen Greta-Fantum. Wer sich über sie lustig mache, sei misogyn und ableistisch. Dabei bin ich nur halb alt, das macht es bloß schlimmer, nicht weiß. Und für misogyn halte ich mich auch nicht, was zugegeben nichts heißt, denn jemand, der zugäbe, misogyn zu sein, wäre bereits etwas anderes,
irgendwie Komplexeres, Verspulteres, Kaputteres. Triggert mich Greta? Ich würde sagen, nein. Ich möchte sie ja nicht missen. Sie ist ein echtes Phänomen, ein Hingucker. Und was sie mit den Menschen anstellt, welche Emotionen und Hoffnungen sie weckt, ist ein Schauspiel, ein wirklich außeralltäglicher Vorgang. Ich bin ein ästhetischer Greta-Fan. Authentische Greta-Fans dürften meine Haltung als zynisch zurückweisen. Das sehe ich nicht so. Ich finde nicht, dass man ein pathologischer Hater ist, wie ich jetzt im Netz lese, bloß weil man darauf hinweist, dass das Phänomen Greta tatsächlich nur noch in religiösen Kategorien zutreffend zu beschreiben ist. Mit Greta kehrt das Unbedingte in unsere Welt unerlöster Relativitäten zurück. Radikalität statt Abwägen, Maximalismus statt Kompromiss. In der Logik der Bußpredigt ist jeder Verzicht noch zu halbherzig, um Gottes Strafe zu entgehen. Greta predigt Umkehr, aber wir Sünder haben den Bauch zu unserem Gott gemacht. Wir kriegen den Arsch nicht hoch, wir buchen stattdessen online den nächsten Ryanair-Flug. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist vom Übel. Weil es um nicht weniger als den Weltuntergang geht, speit Greta die Launen aus ihrem Mund. Vielleicht sollte ich mich nicht herausreden. Ja, Greta triggert mich wie kein Kinderstar vor ihr. Ich, Verteidiger der Launen, Anwalt des Graubereichs, Extremismen schrecken mich, im Durchwursteln sehe ich das eigentlich Menschliche. Aber wenn das Weiterwursteln zur Sintflut führt, sollte ich vielleicht langsam mal umdenken? Mein Problem: so viel Konsens wie in Klimafragen hat es seit dem Sommermärchen 2006, als plötzlich alle meinten, die Deutschlandfahne sei nur Ausdruck eines unverkrampften Nationalgefühls, mit dem die wiedervereinte Nation die Welt umarme, nicht mehr gegeben. Jetzt wird man mir entgegenhalten, dass schon meine Formulierung irreführend sei. Von einem Konsens könne bei der Anerkennung eines Faktums nicht sinnvoll die Rede sein. Die Polkappen schmelzen, darüber könne man schlecht diskutieren. Ja, stimmt. Aber es bleibt ja nicht beim Faktum des Klimawandels, sondern dieser wird so umfassend als ein Faktum behandelt, das keiner weiteren Interpretation bedarf, dass daraus mit der Unausweichlichkeit reiner Kausalität lauter Konsequenzen gezogen werden, die nun ihrerseits die Aura der Unbestreitbarkeit und Alternativlosigkeit genießen. Die Herausforderung, verlange nach Mitteln jenseits der demokratischen Meinungsbildungsprozesse, ist zu lesen. Wer nicht maximale Gegenmaßnahmen fordert, gilt als Problemverschlepper, ihm ist das Schicksal der Welt egal. Natürlich, die ökologische Frage ist die zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts, aber ich mag die Verhaltensweisen nicht, die aus dieser Einsicht hervorgehen. Mein Trotz hat auch mit Verachtung zu tun, Verachtung für die Inszenierung der eigenen Besorgtheit, für den Gratismut, mit dem man auf Facebook die Plastikfolie ums Gemüse im Supermarkt postet, für die Feier des eigenen richtigen Bewusstseins. Und vor allem für das Ausmaß demonstrativen Symbolhandelns, das mit tatsächlicher CO2-Reduktion nichts zu tun hat. Ich will meinen CO2-Fußabdruck nicht kleinreden, aber immerhin sind die Mangolds, und zwar schon in dritter Generation, autolos. Sagen wir es so: jeder muss in diesem Leben schauen, wie er es schafft, auf irgendein Plateau zu kraxeln, von dem aus er auf andere herabschauen kann. Die einen halten sich für was Besseres, weil sie von ihrem ökologischen Gewissen auf die fleischfressenden SUV-Fahrer herabschauen. Ich halte mich für was Besseres, weil ich nicht wie solche bigotten Musterschüler meine ökomoralische Rechtschaffenheit zur Schau trage. Auch mit seinem Taktgefühl kann man angeben. Wenn jetzt wer sagt, fair enough, aber deine Position ist bloß geschmäcklerisch, während die Bigotten wenigstens das Heil der Welt im Blick haben, gebe ich zu, da ist was dran. Und ja, das gibt mir zu denken, und vielleicht liegt darin tatsächlich das entscheidende Argument. Und doch. Kürzlich auf dem Geburtstagsfest von Margot, die Schweizerin ist, mit vielen Verbindungen nach Frankreich. Bernd hielt eine fabelhafte Rede auf seine Frau, in der er deren Fähigkeit hervorhob, Freundschaften zu stiften und zu pflegen. Was man auch daran erkennen könne, wie viele Menschen, trotz Flugscham, aus fernen Städten nach Berlin gekommen seien, wie er genüsslich formulierte. Die Pointe war gut gesetzt, denn natürlich war jedem klar, dass die Flugscham, von der nun so viel die Rede ist, wie früher von der German Angst, einfach mal gar nichts mit irgendeinem realen Verhalten zu tun hat. Es gibt die Flugscham,
die man schamlos ausstellt, und es gibt unser Meilenkonto, zwei voneinander unabhängige Sphären. Ich hingegen kenne eher die Heuchelscham. In meiner Nachbarschaft lebt ein kämpferischer Professor, der mit seinen Büchern wichtige Denkanstöße geleistet hat für ein ökologisches Umdenken. Ihm geht es vor allem um die Praxisfähigkeit eines neuen, nachhaltigen Lebensstils, alles eigentlich sehr vernünftig. Einmal flog ich von Berlin nach Wien. Beim Boarding standen wir plötzlich nebeneinander. Ich war aufrichtig überrascht. Ich hatte wirklich geglaubt, nach allem, was ich von ihm gelesen hatte, er würde zu den Bahnfahrern gehören. Irgendetwas musste ihn ja von mir unterscheiden. Mit aufrichtiger Überraschung stotterte ich: Wie, Sie nehmen das Flugzeug? Er wirkte nicht, als hätte ich ihn bei einem Seitensprung erwischt. Er war keineswegs peinlich berührt, sondern meinte nur: Naja, mit dem Zug nach Wien ist schon ein bisschen weit. Wäre das ein Flieger nach Lissabon gewesen, ich wäre nicht nachdenklich geworden. Aber Wien? In dem Moment dachte ich, dass mein pubertäres Ökoketzertum in der Sache harmlos ist. Mit einer Freundin unterhielt ich mich kürzlich über Wochenendhäuser auf dem Land. Es ziehe mich in die Uckermark unbändig. Auch meine Freundin kannte diesen Drang in die Natur, aber Brandenburg sei am Ende eben Brandenburg. Ein gemeinsamer Bekannter habe ein Haus auf den Kanaren, vielleicht sei das doch die bessere Lösung für unsere Natursehnsucht. Ehe ich mit dem Tau auf den Wiesen der Uckermark und ihren Rolling Hills gegenhalten wollte, zögerte ich kurz, weil ich mir sicher war, dass vorher noch ein Nachsatz zur Klimabilanz eines solchen Kanaren-Zweithauses kommen würde. Überraschenderweise aber kam nichts. Na, wenn das so ist, sagte ich mir, dann ist es diesmal, for the very first time, deine Pflicht und Schuldigkeit. Ja, aber die Klimabilanz, rief ich mit leicht verstellter Stimme aus. Doch das war nur für mich selbst zu hören. Ich war ernstlich gespannt, wie es sich anfühlt, so einen Satz zu sagen. Jetzt hatte also auch ich einmal diesen Knopf gedrückt. Während ich mir noch die Entgegnung meiner Freundin ausmalte, hatte die mir allerdings schon den Namen einer Nachhaltigkeitsorganisation genannt, an die man für jede Meile, die man fliege, spenden könne. Sicher macht sie das auch, aber als Lösung eines apokalyptischen Problems kam mir ihre Spendenlösung dann doch zu schnell über ihre Lippen. Noch ein Beispiel. Eine Kollegin erzählte mir stolz, ihre Tochter mache jetzt ein soziales Jahr in Bolivien. Dann fügte sie mit Kummer im Gesicht hinzu, leider habe die Tochter ihr untersagt, sie zu besuchen, wegen des CO2-Ausstoßes einer solchen Flugreise. Ich bin der Letzte, der jemanden Inkonsequenzen vorwürfe. Kompromisse haben meine volle Sympathie, siehe durchwursteln. Was mich indes irritierte, war die Kaltschnäuzigkeit, mit der die Tochter die emotionalen Kosten ihrer moralisch vorbildlichen Entscheidung ganz bei der Mutter abgelegt hatte. Dass man mich nicht missversteht, ich werfe niemanden vor, ein Haus auf den Kanaren zu haben oder nach Wien zu fliegen. Ich fliege ja selber nach Wien. Aber ich schmiere auch nicht jedem bei jeder Gelegenheit meine Alarmiertheit aufs Brot. Als die Kirche noch eine gesellschaftliche Macht war, gab es immer die Bigotten, die gar nicht genug daran erinnern konnten, wie sündhaft die Welt geworden sei. Heute haben wir Gott abgeschafft. Von der Bigotterie können wir uns allerdings noch nicht lösen. Lieber Robert, aus Fairnessgründen dieses Disputes lese ich jetzt keine zweite Stelle, damit du auf diese herausfordernde Passage gleich direkt eingehen kannst. Das will ich auch gerne tun. Vielen Dank erst einmal für die Lesung. So richtig recht kann man es dir nicht machen, oder? Die junge Frau, die konsequent sagt, Mutter, fliegt nicht zu mir aus Klimagründen, die ist moralisch impertinent. Und der Professor, der sagt, naja Gott, Wien, ich muss irgendwie abends zurück, vielleicht meine Kinder ins Bett bringen, ich kenne den Mann ja nicht. Also vielleicht hat er ja die gleichen Gründe, Liebe zu seiner Familie. Den findest du, naja, janusköpfig. Was denn nun? Ach, nicht janusköpfig. Ich finde ja seine Verhaltensweisen völlig okay. Die würde ich überhaupt nicht in irgendeiner Weise an den Pranger stellen. Ich finde es nur so überraschend, wenn sich das reale Verhalten zwischen zwei Menschen eigentlich gar nicht unterscheidet, dass die einen dann so, zu so einem starken, man nennt es heute in der Social-Media-Welt ja Virtue Signaling, so stark zu diesem Ausstellen der eigenen Tugendhaftigkeit neigen. Und mit diesem Moment habe ich meine Probleme. Ich glaube, meine Beobachtungsposition ist vermutlich auch ein bisschen die eines Ästhetikers. Und ich würde sagen, ich versuche in dem Buch auch das Recht des Ästhetikers, der sich vor bestimmten unschönen Heuchelritualen oder vor Phrasenhaftigkeiten der politischen Rhetorik, die ihn abstößt, ich versuche diese Position auch stark zu machen, weil ich glaube, es gibt diese beiden Seiten.
bei Kierkegaard gibt es den Ästhetiker und den Ethiker. Und die haben wir, glaube ich, beide immer in uns. Und diese Dialektik zwischen den beiden, um diese Dialektik im Grunde geht es mir. Ja, ich fühle mich ertappt, wenn ich sowas höre, von eigenen Beobachtungen, aber auch der eigenen, keine Ahnung, den eigenen Widersprüchen im Verhalten. Und ich höre dir gerne zu und das ist stilistisch ein Genuss. Das, glaube ich, haben sie alle so erlebt und gehört. Und doch, um dich zu zitieren, und doch, irgendwas stört mich daran. Und ich glaube, es ist das, was du gerade sagst. Du ästhetisierst das Verhalten, die Menschen, du beobachtest die politischen Geschehnisse, wie du gerade selber gesagt hast, aus einer ästhetischen Perspektive. Du hast Greta Thunberg als Ikone beschrieben, dieses fromme Gesicht, blendest erst einmal aus, was diese Frau für eine Ernsthaftigkeit hat, die man nicht teilen muss, aber die man ihr erstmal vielleicht abnehmen sollte und vielleicht einer ganzen Generation, also echte Besorgnis. Und irgendwie setzt du dich über sie hinweg und wenn ich das mal so frech sagen darf, in einem gewissen Sinne machst du sie lächerlich dadurch. Und ist das angemessen angesichts unserer ersten Runde im Gespräch, einer Zeit, wo du selber sagst, die vielleicht doch mehr schwarz als weiß aufweist? Ich würde sagen, unbedingt. Selbst wenn das die große Herausforderung ist, was ich nicht bezweifle, der Klimawandel, sollte es überhaupt gar kein Feld des Politischen geben, wo es unantastbare Heiligenfiguren gibt. Die Emotionen, die Begeisterung, die Greta hervorruft und die Kraft, die Greta dieser Bewegung gibt, die ist so groß, dass mein milder Spott der Bewegung ganz gewiss nicht schaden kann. Hingegen, finde ich schon, beschreibt er manche Facetten und Phänomene ganz gut. Und ich kann es jetzt schon auch noch ein bisschen, ich weiß, du spielst jetzt die Rolle des Strengen, der sagt, nein. Es geht hier um die Wirklichkeit und nicht nur um deine ästhetischen Gefühle. Und da würde ich sagen, ich weiß auch nicht, ob das vollständig erschöpfend ist, das einfach nur ästhetisch zu nennen. Ich würde sagen, auch in der ästhetischen Betrachtungsweise liegt vielleicht ein, also es ist nicht so, dass die ethische Position einfach näher an der Wirklichkeit ist als die ästhetische. Da würde man es sich viel zu einfach machen. Nehmen wir mal so ein Motiv, über das ich auch immer wieder schreibe in dem Buch. Von meinem Temperament her, wurde schon angedeutet gewissermaßen, liegen mir auch apokalyptische Weltbeschreibungen sehr fern. Ich würde sagen, es gab noch keine Epoche in der Menschheitsgeschichte, die nicht überzeugt war vom unmittelbaren bevorstehenden Untergang der Welt. Nicht nur im Jahre 999 war man der Meinung, im Jahre 1000 kommt der Antichrist und danach ist Heulen und Zähne klappern, weil dann das jüngste Gericht die Gerechten von den Ungerechten trennen wird. Nee, jede Epoche hat gewissermaßen auf dem Stand ihrer historischen Entwicklung ihre spezifische apokalyptische Vision. Und ich misstraue apokalyptischen Visionen und ich würde auch sagen, die Polarisierung, die wir in den letzten 5, 6, 7 Jahren in unserer Gesellschaft beobachten können, hat auch was mit so einem apokalyptischen Überbietungsgestus zu tun, den es im Übrigen auf beiden Seiten gibt. Also gewissermaßen links ist die Apokalypse der Klimawandel, aber rechts gibt es das apokalyptische Denken in gleicher Weise. Da nennt man es dann Umvolkung, Deutschland schafft sich ab und so weiter. Das sind all diese maximal düsteren Weltbeschreibungen, aus denen dann immer eine maximal rigide oder brutale Politik, die allen den Schweiß ins Gesicht treiben soll, folgt. Und da bin ich gewissermaßen als liberaler Skeptizist lieber in so einer Mitte- und Maß-Position, ja, die sich sogar noch Ironie gegen Greta Thunberg erlaubt. Liberaler Skeptizismus in Ehren, und das finde ich ja auch wirklich, ich habe es ja schon gesagt, du hältst auch ja der Gesellschaft, auch der Mehrheitsmeinung mit stilistisch viel Feingefühl den Spiegel vor, und da erkennt man natürlich auch viel progressives Spießertum. Sehe ich auch, aber du schreibst, du hast es ja gerade selber angesprochen, ein Zitat aus deinem Buch. Aber ganz kurz, wie gehst du denn mit progressivem Spießertum? Heute stelle ich hier die Fragen. Noch jedenfalls. Ich dachte, noch, das ist ja mein Fluchtweg. Ganz kurz. Ja, wenn du sagst, also du schreibst, natürlich sehe ich die Katastrophe, die auf uns zurollt, aber ich sage mir, was kommt, das kommt. Katastrophen gehören zur Weltgeschichte. That's it. Bei aller Liebe zum Ästhetizismus, und ich habe ja sozusagen im Moment einen Beruf, wo ich permanent darum ringe, Inhalte nach vorne zu bringen, und dann merke ich ja, wie Emotionen, Affekte, Stilisierung, also das ganze Arsenal von ästhetischen Ausdrucksformen scheinbar viel wichtiger sind. Ich würde es gar nicht abstreiten, dass das
maßgebliche Teile der politischen Kommunikation ausmacht. Insofern Point for you, scharf beobachtet. Aber dann zu sagen, was kommt, das kommt, scheint mir doch aus der Selbst-, aus der Reflexion und der Betrachtung den falschen Schluss zu ziehen. Muss nicht ein bisschen mehr, wenn es ein, also ich habe die Frage vor der Lesung, vor dem Lesenabschnitt war, ist es ein Buch über politische Beobachtung oder ein politisches Buch? Mhm. Und wenn es ein politisches Buch ist, das sozusagen auf den Nenner gebracht wird, was kommt, das kommt, können wir alles nicht ändern, Hauptsache wir behalten unsere gute Laune, dann würde ich sagen, es ist eher ein Buch über, mit politischen Beobachtungen statt einem politischen Buch. Jedenfalls in einem irgendwie enger gefassten Sinn. Ich würde ja sagen, es ist ein Buch über politische Beobachtung. Das ist nochmal eine dritte Position. Nämlich, wie funktioniert politische Beobachtung? Wie funktionieren politische Diskurse? Und wenn du mich jetzt in dieser Frage festnagelst... Ja, ich habe noch ein paar mehr. Der Kontext... Was? Ich habe noch ein paar mehr. Das ist mir klar. Der Kontext des Satzes, was kommt, das ist nicht mein letztes Wort, auch nicht in diesem Buch. Ich würde aber zum Beispiel, was ich beschreibe, was ich dagegen halte, es gibt diesen Satz von Christian Lindner, das ist bestimmt die zentrale Hassfigur der Grünen Partei, sage ich. Nein, überhaupt nicht. Das ist mir völlig egal. Lass mal die Profis ran. Und für diesen Satz hat er sehr viel Empörung geerntet. Was er damit sagen wollte, so habe ich den Satz zumindest verstanden. Und das wäre zumindest meine eigene Überzeugung. Ich glaube nicht, dass unsere moderne Zivilisation durch die unsere Mobilität in einer Weise reduzieren wird, dass der CO2-Ausstoß sich neutralisieren lässt. Was ich hingegen durchaus glaube, weil ich sehr viel Vertrauen in menschliche Erfindungsgabe habe, in den menschlichen Erfindungsgeist habe, dass wir technologische Lösungen finden, die tatsächlich Mobilität nicht zurückführen, aber sie klimaneutral möglich machen. Mir scheint sehr oft in der Fridays for Future-Bewegung daran gar kein Interesse zu liegen. Ich habe sehr oft das Gefühl, die Leute sehnen so etwas wie ein weltliches, ein irdisches, ein diesseitiges, jüngstes Gericht herbei, damit die Menschheit endlich den Strafzettel dafür bekommt, dass sie immer schon über ihre Verhältnisse gelebt habe. Ich habe gerade heute bei uns in der Zeitung Katja Kipping gelesen, die zitiert zustimmend Naomi Klein, entweder Klimapolitik oder Kapitalismus. Also es soll gewissermaßen, die Klimakatastrophe soll genutzt werden, all das, was gewissermaßen leistungsstarke Modernität ausmacht, gleich mit vom Tisch zu wischen. Und ich glaube nicht, und das würde ich sagen, ist jetzt gar nicht mal mehr eine ideologische Frage, sondern tatsächlich eine, wo wir sagen können, treffen wir uns in 20 Jahren wieder und schauen, welchen Weg die Welt genommen hat. Ich glaube, die Welt wird eher den Weg von Christian Lindners, lass mal die Ingenieure ran, lass mal die Profis rangehen, als den Weg, wir haben genug gesündigt, jetzt müssen wir uns selbst kasteien, nur so können wir Mutter Natur wieder versöhnen. Oder beides, und ja, Sie klatschen bitte, aber sagen wir anders gefragt. Ich will nochmal, bevor wir über Christian Lindner, die Maßnahmen zum Klimaschutz und so weiter reden, bei deinem Buch bleiben. Wenn du sagst... Der kommt vorher in meinem Buch mit dem Satz. Ja. Aber ich versuche ja sozusagen, dir auf den Grund zu kommen. Ja. Dir auf die Schliche zu kommen, sozusagen. Ich spüre es, ja. Naja. Das wollte ich, oder? Ja. Das wollen wir doch alle wissen. Ja. Was treibt den Mann an eigentlich, so ein Buch zu schreiben? Wenn du sagst, liberaler Skeptizismus, bei aller Stärke, die das hat, schaffst du nicht eine Position für dich aus der Beobachtung, die du jetzt eingenommen hast, die sich genau diesem liberalen Skeptizismus entzieht? Weil du im Zweifelsfall eine Position einnimmst, die politisch nicht mehr kritisierbar ist, außer mit der moralischen Vorhaltung, nicht politisch zu sein, die du aber schon diskreditiert hast. Absolut, scharf gesehen würde ich sagen. Aber, das heißt aber, du setzt dich, du entziehst dich dem demokratischen Widerstreit sozusagen. Und das ist die Grenze des da verlässt die ästhetische Betrachtung den politischen Raum. Dann ist alles nur noch Spiel und Zeitvertreib. Und das ist zumindest nicht fair, weil ich dich damit nicht erwische. Du erwischst mich damit, und das ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, die Achillesferse oder der Schwachpunkt dieser Position. Aber den verdecke ich ja nicht. Den schreibe ich ja permanent mit rein. Also ich würde schon sagen, mein Buch ist wirklich auch ein dialektischer Versuch. Das, was du beschreibst, würde ich dir absolut zustimmen. Aber das reflektiere ich ja selber. Ich kenne diese Schwäche. Aber was treibt dich an, dich der politischen Debatte zu entziehen?
ich will mich ihr ja nicht entziehen. Aber im Gegenteil, deswegen hast du ja gerade gesagt, durch die Beobachtung der Beobachtung sagst du, ich bin nur der Beobachter. Und wenn man sagt, hey, du bist ja nur der Beobachter, sagst du, ja, habe ich doch gerade gesagt. Das ist unangreifbar. Du nimmst keinen Standpunkt ein, sondern du beschreibst, wie es läuft, mit einem großen Wortwitz, mit einer großen Stärke. Aber ist das nicht die Aufgabe des Intellektuellen? Unterscheidet er sich darin nicht vom Politiker, dass er versucht, immer feinauflösendere Beschreibungen unserer Wirklichkeit zu produzieren und daraus können dann verschiedenste Schlüsse gezogen werden. Eigentlich geht es doch immer darum, das ist mein Ideal, dass es uns irgendwie immer gelingt, einen neuen Blick auf die Welt zu gewinnen. Und den gewinnen wir, glaube ich, nur, wenn wir als Ästhetiker auch das Phrasenhafte unserer Weltbeschreibung in den Blick kriegen, um auch mal Phrasen wegzuräumen. Ja, wie gesagt, die analytische Schärfe, die sehe ich ja, ich fühle mich ja, habe ich ja schon dreimal gesagt, ertappt und das wird Ihnen genauso gehen und das Bigotte, das Ausstellen von Moralismus und guten Taten und so weiter, das Verräterische daran, sehr fein beobachtet, sehr genau aufgespießt. Aber du hast vorhin gesagt, ich habe es ja eben nochmal vorgelesen, im gewissen Sinne lebte die Welt von der Antizipation, unsere Zeit ist immer die fürchterlichste und die Apokalypse steht unmittelbar bevor und dadurch klingt so ein bisschen mit und das ist falsch. Aber ist es nicht so, dass es immer wieder Ereignisse, krisenhafte Situationen, Zeitgeschichten, apokalyptische Situationen gab, die tatsächlich schlimm waren und wo Beobachtung des Verhaltens einfach zu wenig ist? Also ich will jetzt nicht historische Unstatthaftigkeiten machen, aber es mag ja historische Momente geben, wo die Beschreibung und die Beschreibung im Sinne von Verächtlichmachung ist zu falsch, aber sozusagen einordnende Rubrizierung, ist das fair genug? Ja. Zu wenig ist. Ich würde sagen, das war dann bei mir der Trump-Moment. Trump wäre in diesem Buch, glaube ich, das durchgehende Motiv, wo ich gewissermaßen aus meinem liberalen Skeptizismus die Position verlasse und sage, oh, hier passiert wirklich etwas, wo mir der Boden unter den Füßen schwankt. Und das hat wiederum auch was damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, oder das haben wir alle, dass wir gar nicht mehr wissen, früher war die Vorstellung, dass wir uns auf die gemeinsame Wirklichkeit verständigen können und dann schließt sich die Diskussion an, wie sie zu deuten und zu interpretieren ist, um sie dann zu verändern. Und wir leben jetzt in einer Phase, wo wir zwischen den politischen Lagern, die reden über zwei völlig verschiedene Welten. Und das finde ich so schade und da will ich versuchen, dass es doch auch wieder möglich ist, dass beide Lager miteinander ins Gespräch kommen, indem sie die Weltbeschreibung des je anderen, beim zweiten Hinhören gewinnen die vielleicht auch wieder an Plausibilität und so weiter. Deswegen würde ich schon sagen, hat einen sittlichen Nährwert, meine Form der Beobachtung. Dann wollen wir noch mehr sittlichen Nährwert hören, bevor wir wieder anfangen, ein bisschen Fingerhakel zu machen. Und zwar, und Robert, das wäre vielleicht auch eine nicht Entgegnung, aber ein darauf reagieren, auf das, was du bei mir als die Schwachstelle beobachtet hast. Das stimmt schon, aber verehrtes Publikum, dieses Buch heißt auch deswegen Innerer Stammtisch, weil ich, und das war mein eigentlicher, oder das ist meine Ambition, weil ich nicht nur die gewissermaßen die Ressentiments und die Affekte der anderen beobachten will, sondern genauso meine eigenen. Und wenn man sich gewissermaßen über die eigene Reflexhaftigkeit bewusst wird, lernt man auch was über die anderen. Deswegen eine Szene, die das an einem ganz alltagspsychologischen Beispiel zeigt. Mittwoch, der 27. November. Nirgends sind wir kleinlicher als bei unserer inneren Buchführung, mit der wir verzeichnen, ob uns von anderen der angemessene Respekt entgegengebracht oder im Gegenteil eine Kränkung, eine sogenannte Mikroaggression, zugefügt worden ist. Tägliche Grundsituation im Straßenverkehr. Eine schmale Straße, die zwei Autos nicht gleichzeitig passieren können. Einer muss ausweichen, die Beschilderung klärt nicht, wer Vorfahrt hat. Es muss halt einer nachgeben und das Sprichwort versucht, ihm das Opfer zu versüßen, denn er darf sich als der Klügere vorkommen. Also biegt man in eine Parklücke ein und während der entgegenkommende Wagen an einem vorbeizieht, schaut man mit Adlerblick, ob der Typ hinterm Steuer auch dankbar winkt. Er winkt nicht. Allerhand. Das wäre doch das Mindeste gewesen. Statt sich an sich selbst zu erfreuen, dass man die Freundlichkeit besitzt, andere vorzulassen, überprüft man bloß wieder kleingeistig, ob die eigene Vorbildlichkeit auch ausreichend anerkannt wurde. War man eben noch der Klügere, der nachgibt, ist man nun der Nickeliche.
Ich sitze im Zug. Der Fahrgast vor mir hat sein Jackett so an den Kleiderhaken gehängt, dass es in Wahrheit die ganze Zeit nicht in seinem Sitzplatzbereich, sondern über meinem Klapptischchen baumelt. In scharfen Kurven, zugegeben, viele scharfe Kurven gibt es nicht, schwenkt das Sakko über meinen Laptop, während mein Zugnachbar gemütlich seine Schuhe ausgezogen hat und auf seinem Bildschirm Netflix schaut. Ich beobachte das Sakko und bin gleich doppelt genervt. Von dem fremden Sakko und von der Kleingeistigkeit meines Gedankenstroms, der jetzt doch tatsächlich das Wort Sitzplatzbereich entsichert hat. Ich möchte ja um Himmels Willen nicht einer sein, der sich von einem fremden Sakko im eigenen Sitzplatzbereich herausgefordert fühlt, das ist ganz klar. Deprimierend aber, wie viel innere Anstrengung es mich kostet, nicht genau wie ein solcher zu ticken. Eigentlich stört das Sakko gar nicht. Wir haben uns aneinander gewöhnt in der besten Weise, wie man sich an einen anderen gewöhnen kann. Ich nehme es schon gar nicht mehr wahr. Bis der andere Fahrgast sein Ziel erreicht hat, sein Laptop zuklappt, aufsteht und nach dem Sakko greift. Ich finde, das wäre jetzt für ihn der passende Moment, festzustellen, welches Glück er mit mir gehabt hat und ein Wort des Dankes an mich zu richten. Stattdessen nichts, kein Wort. Er wagt mir noch nicht mal ins Gesicht zu schauen. Ach, ihr Rüpel, da stehe ich doch drüber. Aber wie viel Kraft es mich kostet, darüber zu stehen, das möchte ich lieber nicht zugeben. Sonntag, der 24. November. Das alte Parteiensystem, wie wir es von der Bundesrepublik kennen, war auch eines der Affektkanalisation. Es diente vielem, darunter eben auch einer übersichtlichen Affektbewirtschaftung. Vielleicht löste die Partei, die man wählte, nicht die Probleme, die einem unter den Nägeln brannten, doch half sie bei der Frustrationalisierung. Die Schuld am Weltverhängnis lag bei den Gegenparteien. Keiner hat das schöner zusammengefasst als Rudi Carrell in seinem berühmten Hit »Wann wird's mal wieder richtig Sommer, ein Sommer, wie er früher einmal war«, wo er um eine Erklärung für das schlechte Wetter nicht verlegen ist. Und Schuld an allem ist die SPD. Die Parteien arbeiteten mit diesen Affekten. Weil sie aber staatsloyale Parteien waren, konnten sie dem Affen nicht grenzenlos Zucker geben. Sie waren ja eingebunden in ein System der Verantwortung und der Rechenschaftspflicht. Auch der Totalverdammung des politischen Systems konnten sie nicht das Wort reden, ohne in Selbstwidersprüche zu geraten, denn sie lebten ersichtlich von und für dieses System, nicht zuletzt von den Posten, die es zu vergeben hatte. Parteien waren Kommunikationsoligopole, die einen erheblichen Teil der politisch-emotionalen Kommunikation zu binden vermochten. Was jenseits dieser Bühne und der angeschlossenen Öffentlichkeit rumorte, durfte sich natürlich artikulieren, blieb jedoch sektiererisch, unfähig, ein rechtes Bild der eigenen Verbreitung auch nur für sich selbst zu gewinnen. Der wütende Leserbrief gegen die Mainstream-Position stand im Zweifelsfall neben einem systemerhaltenden Leserbrief, und eine Wutgemeinschaft kam nicht so leicht zusammen, schon weil es für den Einzelnen schwierig war zu erkennen, ob er sich mit seinem Zorn allein auf weiter Flur befand oder schon zum Hefeteig einer Avantgarde gehörte. Heute braucht es die Parteien als Affektabsorptionsmaschinen nicht mehr. Diese Funktion haben die Neo-Gemeinschaften, wie sie der Soziologe Andreas Reckwitz nennt, in den sozialen Medien übernommen. Hier findet jeder rasch Anschluss an eine Gruppe solidarisch Empörter, und weil diese Gruppen viel beweglicher sind und nicht wie andere Organisationen einer Selbsterhaltungslogik folgen müssen, dürfen sie in fröhlicher Verantwortungslosigkeit Gas geben, ohne auf die Kosten achten zu müssen. Erweist sich der einmal eingeschlagene Pfad als Sackgasse, zerfallen sie wieder und an ihrer Stelle bilden sich 100 neue. Das ganze System wird extrem volatil und dynamisch, nichts ist auf Dauer gestellt, die Neo-Gemeinschaft ist zu informell, um je unter Rechenschaftsdruck zu geraten. Der wichtigste Anreiz zur Affektkontrolle, dass man nämlich für die Folgen seiner cholerischen Anfälle gerade stehen muss, sollte das Ganze außer Rand und Band geraten, entfällt. Die Parteien haben an die sozialen Medien aber nicht lediglich ihre Affektbewirtschaftungsfunktion verloren, sondern damit auch ein wesentliches Mittel zur heißen Bindung. Der Wutbürger fühlt sich stärker gebunden an die Twitter-Blase, die ihn eine Woche lang mit Emotionen füttert, als an die Parteien, bei denen das höchste der Gefühle darin besteht, den Bürgern mitzuteilen, schon 2/3 des Koalitionsvertrags abgearbeitet zu haben. Ein Franz Josef Strauß, der beträchtlich angetrunken in der Bonner Runde polterte und seinen Anhängern das schöne Gefühl bescherte, dass man einen im Kahn und zugleich Recht haben kann, eine solche Figur kennt das emotional abgemagerte politische System nicht mehr.
Und zwar, weil wir die Parteien dafür nicht mehr brauchen. Liebe und Hass holen wir uns heute in den sozialen Medien. Und die bieten weltanschaulich so homogene Blasen, dass es kaum zu Beziehungsstress kommt. Danke. Ich habe jetzt meine verantwortungsbewusste Seite ein wenig hervorgekehrt. Ja, das war total ernst. Ich dachte, wann wird es wieder provokant. Aber lass mich den Gedanken aufnehmen, die alte Republik, die Parteienbindung, Franz Josef Strauß und so weiter. Und solche Typen hat die Politik nicht. Ich würde gerne über dich und über mich ein bisschen reden, mehr über dich als über mich. Ich sagte ja schon, ich habe 89 Abitur gemacht, du wahrscheinlich 2 Jahre früher. Ein Jahr später. Später. Als 89, die Älteren erinnern sich, da war was in Deutschland. Gleichzeitig hat ein anderer Zeitgenosse unserer Generation, Florian Ildis, das Buch Generation Golf geschrieben. Ich würde sagen, das passt jedenfalls auf meine Generation. Bei allem, was wir uns vorgenommen haben, bei allem, was wir wollten, bei allem Ungenügen mit der Wirklichkeit, irgendwie hatte man das Ding, das ist alles festgefügt. Kohl ist ewig Kanzler und ja, es gibt die Wiedervereinigung und dann machst du irgendwie jetzt Ostdeutsch genauso wie Westdeutsch und die Geschichte geht zu ihren Lauf und das Beste, was du machen kannst, ist innerhalb dieser statischen Welt ein behütetes Leben oder ein gutes Leben zu führen. Und es hat ganz schön, also mich jedenfalls, enorme Kraft gekostet, mir politischen Idealismus anzutrainieren in einer Welt, die den überhaupt nicht gebraucht zu haben scheint. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu meiner politischen Vorgängergeneration in meiner Zeit und auch der Unterschied zu den Menschen, die heute jung sind, die nicht das Gefühl haben, ach, alles geht so stabil weiter und ist alles gut geordnet und so weiter, sondern der Boden schwankt im krisenhaftesten Sinne. Und deswegen die Frage ist nicht, also beschreibst du nicht aus einer sehr biografisch privilegierten Position heraus die politische Wirklichkeit? Kann nur jemand, der so alt ist wie du und ich, und im Grunde keine existenziellen politischen Krisen erlebt hat, genau so ein beobachtendes und damit liberal-skeptizistisches Buch zu allem und jedem schreiben. Aber du hast doch eben diese ganze, unsere Zeit oder unsere Epoche als eine extrem krisenhafte beschrieben. Also den Krisen sind wir schon auch ausgesetzt. Die Taktung der Krise, die mediale Beobachtungstaktung der Krisen nimmt ja radikal zu. Früher passierten Krisen alle 20 Jahre, mittlerweile alle 3 Monate. Wir haben uns schon daran gewöhnt. Die Krisen werden ja nicht in dem Sinne gelöst, sondern sie lösen sich auf, weil sie überholt werden von der nächsten Krise. Im Rückblick erscheint die vorhergehende dann immer schon deswegen entdramatisiert, weil sie einfach inaktualisiert wurde. Was du beschrieben hast, und das ist schon interessant, weil wir in der Tat natürlich eine gleiche Generation Erfahrung haben, aber natürlich eine unterschiedliche Bewertung. Ich kenne das auch aus meinem kompletten Freundeskreis. Mein ganzer Freundeskreis tickt mehr wie du und nicht wie ich. Die haben immer, und da war ich nie ein Freund davon, die haben immer geklagt, nichts ändert sich, die Verhältnisse haben so eine langweilige Stabilität, wie Mehltauläge auf der Republik, die ewigen Kohljahre, dann waren es irgendwann die ewigen Merkeljahre, nichts passiert. Ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein Überdruss-Envy. Ich als liberaler Skeptizist, ich erfreute mich immer zu an der an der Funktionstüchtigkeit dieses Systems. Ich fand, das gilt es doch auch zu würdigen. Und es passierte doch in Wahrheit sehr viel. Nicht die schärfste skeptizistische Position, sich am Funktionieren des Systems zu erfreuen. Oh, sehr schlau, ja. Ja. Manchmal fällt mir was auf. Ja? Nee, Junge, darf ich dich unterbrechen? Darf ich nur ein Wort noch? Genau, und dann sage ich dir, dass ich was anderes raus wollte. Ich fand nicht, dass das eine ahistorische Zeit war. Im Gegenteil, 89 war für mich die Rückkehr der Geschichte. Ich habe das als meinen Generationsmoment empfunden. Für mich war das ein bewegender Umbruch, bei dem auch sehr viel an alten Ideologien abgeräumt worden ist, die in den 80er Jahren für meinen Geschmack die Bundesrepublik ein wenig vorhersehbar gemacht hatten. Und plötzlich passierte wirklich was Neues. Plötzlich waren wirklich neue geschichtliche Räume wieder offen. Ich hatte damals ein ganz starkes Interesse an Osteuropa, auch an eine Rückkehr in den historischen und geschichtlichen Raum. Also ich fand es nie eine langweilige, sondern immer eine aufregende Zeit. Und erlaub mir noch diesen einen, jetzt wieder etwas polemischen Satz. Ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass genau diese Generation, die so lange geklagt hat darüber, dass nichts passiere, so ist es ja immer mit den Wünschen, die man stellt, sie werden erfüllt. Plötzlich passiert ganz viel
Und wir sind natürlich totunglücklich, weil so haben wir uns das auch nicht vorgestellt, was passiert. Plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt, aber gar nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Plötzlich gibt es wirklich eine Alternative zu den Verhältnissen. Leider ist es die Alternative für Deutschland. Nett gekontert, aber ich wollte auf was anderes raus. Nämlich, ich will versuchen, bei deinem Buch zu bleiben, auch wenn du mich immer in diese politische, wie bekämpfen wir den Klimawandel und so weiter, Debatte versuchst zu ziehen. Aber das ist ja nicht das Thema heute Abend. Du hast eben gesagt, mit der Jacke in dem Zugabteil oder Zugsitzding, du beobachtest deine eigenen blinden Flecken. Und ich will dir von einem blinden Fleck von mir erzählen, um dir dann nochmal die Frage, die ich eben versucht habe zu stellen, schärfer zu servieren. Ich habe in der Corona-Krise ganz lange und permanent gesagt, das ist die schärfste Wirtschaftskrise, die Deutschland nach der Nachkriegszeit erlebt hat. Menschen verlieren ihr Vermögen, ihr Eigentum, die Unsicherheit wird groß, bis eine Freundin oder eine Bekannte mich darauf hingewiesen hat und gesagt, das ist eine sehr westdeutsche Sicht, denn ein Teil der Republik hat schon alles verloren. Die hatten schon die schärfste Wirtschaftskrise hinter sich und die war, stand jetzt schärfer als das, was wir erlebt haben, individuelle Biografien ausgenommen. Also habe ich nicht gesehen, dass ich absolut westdeutsch aus meiner eigenen saturierten Biografie heraus argumentiert habe. Und bei deinem Skeptizismus, wie sicher bist du, dass du den Menschen, die aus einer eigenen Betroffenheit heraus, aus einer Angst, aus einer Verlusterfahrung, aus einer Diskriminierungserfahrung, aus dem ehrlichen Gefühl, so ist es nicht richtig, argumentieren, gerecht wirst, weil du aus der dann 71er Abiturientenerfahrung heraus, also 1991 Abiturientenerfahrung heraus argumentierst. Ist das nicht der blinde Fleck, dass diese Beobachtung, der Beobachtung, die wir ja vor der letzten Lesung hatten, im gewissen Sinne der Porösheit von biografischen Erfahrungen doch nicht gerecht wird? Also der blinde Fleck ist ja ein philosophisch gesehen völlig unvermeidlich, auch physiologisch. Der blinde Fleck ist im Auge der Punkt, wo der Sehnerv ansetzt und da wird dann nie Wahrnehmung stattfinden und das Gehirn rechnet zum Glück dann immer hoch und rekonstruiert sich das Gesamtbild. Der blinde Fleck, den kann man vielleicht manchmal umgehen, indem man quasi in eine Selbstdistanz zu sich tritt. Das würde ich sagen, wäre mein Versuch, aber natürlich will ich mich nicht immunisieren. Ganz bestimmt, wir sind alle Geschöpfe unserer Umstände, Geschöpfe unserer biografischen Erfahrungen. Und ich bin, glaube ich, ein Musterbeispiel für ein Kind der Bundesrepublik mit meiner ganzen Systemerhaltungszufriedenheit. Bei dir ist der revolutionäre Funke ganz sicher sehr viel brennender als bei mir. Im Gegenteil, meine intuitive Reaktion auf revolutionäre Lösungen ist immer zurückhaltend. Ich glaube immer, ich sehe dann eher die Leute, die am nächsten Laternenpfahl aufgeknüpft werden, wenn andere bei dem Wort Revolution denken, dass man endlich das Übel aus der Welt geschafft hätte. Und das ist völlig fern von meinen politischen Intuitionen. Insofern würde ich mich als Systemerhalter ohne Koketterie mir das als Haltung zugestehen. Und deswegen ja auch dieser Gedanke, ich habe das Gefühl, dass das linksliberale Milieu sehnt sich heute nach den alten Verhältnissen gewissermaßen vor 2015, wenn wir jetzt mal so eine Zäsur setzen wollen, Flüchtlingskrise, Herbst 2015, auf diese alte, geordnetere Welt, weil wir sehen, was jetzt ausbricht, wissen wir gar nicht, wie wir es kontrollieren können. Also der Status quo ist nicht einfach immer nur das zu Überwindende. Nur ist die Frage, ob ein skeptischer Systemerhalter ein skeptischer Systemerhalter ist. Ja, und ich glaube, nicht an der Nuss werde ich noch länger rumknobeln müssen. Nee, aber ich meine, das ist ja sozusagen, es schließt ja an die Paradoxie des Titels von Anfang an, den Stammtisch. Wir haben es ja sozusagen so aufgerufen, hat einerseits was sehr Befreiendes und andererseits auch was sehr Rechthaberisches. Jetzt holt sich das quasi ein, also diese Ambivalenz, diese Doppeldeutigkeit, Widersprüchlichkeit, die Stammtische eben haben. Man kann da sehr bei sich selbst sein und man ist dann aber auch sehr wenig bei anderen möglicherweise, bei deren Sorgen oder merkt gar nicht, wie laut man da rumprollt in der Kneipe oder was immer man am Stammtisch dann so tut. Und die Frage, die sich damit verbindet, ist, ob diese Stammtischposition nicht am Ende doch immer einen Überschlag zum Systemerhalt hat. Verstehst du? Also ob man am Stammtisch
zwar meint, man kritisiert alle anderen oder man ist, man sieht die Schwächen der anderen und so weiter und kann auch mal alles sagen, aber am Ende rechtfertigt man doch immer sich selbst. Ja, aber das Buch ist ein absolut reflexiver Stammtisch. Also das habe ich ja am Anfang auch gesagt, das wäre auch ein fürchterlich intellektuell unbefriedigendes Buch, wenn es nur darum ginge, irgendwie die Bauchgefühle rauszuhauen. So würde ich mein Buch selber überhaupt nicht sehen. Natürlich, da steckt ja ganz viel Reflexion darin und selbstverständlich auch der Versuch, oder nicht auch der Versuch, ich glaube einfach, also ich versuche konkret zu antworten. Du sagst, es mangelt mir gewissermaßen auch so ein Modewort unserer Zeit an Empathie für die Betroffenen. Ich selber würde sagen, ich stehe für einen gesellschaftspolitischen Universalismus und deswegen mag ich diese Rede der Betroffenen überhaupt nicht. Das ist ein übermächtiger Begriff, mit dem seit einigen Jahren überall herumgefuchtelt wird. Es dürfen ja nur noch die Betroffenen überhaupt was sagen. Als wäre das Privileg, die Welt zu beschreiben, das der Betroffenen. Und dann gibt es natürlich ewige Kämpfe darüber, wer unter welchem Aspekt ein Betroffener ist. Ich könnte mich hier auch hinsetzen und sagen, ich bin ein Betroffener, weil als Afrodeutscher gehöre ich zu einer diskriminierten Minderheitengruppe. Aber damit verkapseln wir uns. Ich will auch nicht als Betroffener sprechen. Ich möchte schon im Sinne der Respublika versuchen, dass es so einen universellen Ort gibt, wo wir gemeinsam streiten können. Und wo die Tatsache, dass ich bestimmte schmerzende Lebenserfahrungen, bestimmte ungünstige Lebensvoraussetzungen biografisch vielleicht nicht habe, wäre ich mir im Übrigen mal jetzt gar nicht so sicher. Mhm. Also ich komme finanziell, materiell aus überhaupt gar keinem gesicherten Elternhaus, ganz im Gegenteil. Trotzdem habe ich nicht zu klagen. Es ging mir in diesem Land immer wahnsinnig gut, klar. Aber verstehst du, schon jetzt, wenn du mich in die Logik der Betroffenheit reinbringst, fange ich plötzlich an, mit irgend so einem biografischen Pfund zu wuchern. Dann erzähle ich dir was von meiner alleinerziehenden Mutter, der finanziell immer das Wasser bis zum Hals stand. Ich finde aber nicht, dass das ein sinnvoller Beitrag zur politischen Auseinandersetzung ist, wie ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin. Wenn du ein Buch meinen inneren Stammtisch nennst, willst du provozieren? Ja, man will ja schon ein bisschen wahrgenommen werden und auch aufwecken. Außerdem fand ich, also das siehst du irgendwie gar nicht. Ich finde schon, dass es ein. Ich finde, das ist ein super Titel. Also ein ehrlicher, provokanter Titel. Aber das ist sozusagen, du willst provozieren. Das ist doch toll, etwas einzuräumen, was alle immer wegschieben. Wenn alle immer sagen, der Stammtisch, das sind die anderen, sage ich mal, ich bin selbst der Stammtisch. Ich erzähle euch auch über meinen Stammtisch. Und dann schaue ich auf ihn, das bitte gesteh mir doch zu, in reflexiver Weise. Ja, ja, der Kern scheint dann ja zu sein, du willst provozieren, aber nicht, um einen Effekt zu erzielen in einer Wirkungshinsicht, sondern im besten Fall in aufklärerischer Hinsicht, die dann aber merkwürdigerweise bei der Provokation bei sich selbst bleibt. Richtig? Nein, ich glaube absolut, dass ein höheres Niveau der politisch-öffentlichen Debatte möglich ist. Und ich glaube, dass die Kommunikationsrituale, in denen wir uns in den letzten 4-5 Jahren eingebunkert haben, dem Land nicht gut tun und dass Diskussionen viel zielführender sein können, wenn diese gesamte Abschottung, wo jeder sich mit seinen Phrasen verbarrikadiert, wenn wir da ausbrechen. Ich mache in dem ganzen Buch permanent, versuche ich diese Schlagworte aufzugreifen. Die heißen, links heißen die, egal was passiert, ist es dann Slut-Shaming, Rassismus, Victim-Blaming. Es gibt für alles immer ein Etikett, immer eine Schublade, irgendwas passiert, zack, reißt man die Schublade auf und stopft das Phänomen rein und merkt gar nicht, wie öd und langweilig es ist, Schubladen zu ziehen, die jeder so leicht bedienen kann. Rechts gibt es das genauso, da heißt es dann Meinungsdiktatur, DDR 2.0, Multikulti. All diese Schlagworte, die dienen doch nur dazu, politische Gemeinschaften einzuschwören, aber überhaupt nicht den Blick auf die Wirklichkeit in einer verfeinernden Weise zu eröffnen. Du beschreibst Politik, also die Verschlagwortung, das ist sicherlich, du hast den kläglichen, aber doch vorhandenen Applaus gehört. Das ist, aber alleine zu sagen, wenn ich jetzt mal das Spiel weiterspiele, Politik, die Politik arbeitet in Schlagworten, wiederholst du ja auch eine Stammtischparole im gewissen das Sinne. Ne? Also das ist sozusagen, ja. Wahrscheinlich ist das Klagen über die Verschlagwortung und über die Verkommenheit der Politik so alt, ja, wie die Angst vor der Krise. Ja, aber du wirst auch gemerkt haben, dass ich die Politik als solche verteidige. Ja,
aber auch, und darauf würde ich hinaus, das ist für mich nicht das Entscheidende da drin, dass, also das ist, habe ich ja schon gesagt, diese aufklärerische, feine Beobachtung, das Aufdecken von Phrasen, das Hohle von Phrasen, das zur Schaustellen der eigenen Position, das finde ich wirklich, wirklich brillant. Ich bleibe immer noch bei diesem Dennoch stehen. Mhm. Und das Dennoch ist, dass du dann, und das hast du eben quasi nochmal angetextet, die politische Beobachtung sehr stark auf Affekte, auf die Äußerlichkeit, auf die Wirkungsmechanismen, auf das Psychologische bei dir reduzierst. Und wäre es nicht denkbar, die Verschlagwortung durch ehrlichen Kampf um eine andere inhaltliche Auseinandersetzung zu führen? Und führst du den nicht gerade eben nicht, weil du sagst, naja, bei mir hat das halt folgenden emotionalen Effekt? Da würde ich sagen, ich glaube, dass wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft leben und zur Arbeitsteilung gehört auch, dass das Geschäft des Intellektuellen dann wiederum ein anderes ist als das Geschäft des Politikers. Das sollte sich gegenseitig befruchten und ich weiß, dass du das nicht magst, wenn ich jetzt umgekehrt mit Gegenfragen komme, aber ich erinnere zum Beispiel ein Gespräch. Jetzt darfst du, wir sind gleich durch. Ich erinnere ein Gespräch, das wir hatten zum Höhepunkt gewissermaßen der Flüchtlingskrise, wenn man es so sagen darf. Auch das gebrauchen die unterschiedlichen Lager unterschiedliche Kennzeichnungen. Und da war ich sehr beeindruckt, weil du dich, wenn ich das richtig erinnere, du genau da versuchtest, da rauszukommen. Du hattest selber ein Unwohlgefühl dabei, weil du das Gefühl hast, die Zweiteilung der Welt mit so Schubladen, wer in was reingesteckt wird, ist bedenklich. Und du sagst auch, es kann nicht sein, dass jeder, der sich Sorgen um die Grenzsicherung macht, automatisch als Rassist identifiziert wird. Und das sind doch immer die Momente, wo was denkerisch und dann auch politisch passieren kann, wenn man sagt, schiebt die alten Schubladen zur Seite. Ganz ohne geht's nicht, das ist mir doch auch klar, das wissen wir beide. Wir brauchen immer Begriffe und Begriffe verallgemeinern. Die Wirklichkeit besteht nur aus Singularitäten. Über die können wir uns nicht verständigen. Aber das Ziel müsste sein, gewissermaßen immer neue Schubladen und nicht zu lange bei den alten zu bleiben, immer neue Schubladen zu entwickeln. Und die sind im Zweifelsfall auch etwas kleiner und damit etwas treffsicherer oder etwas genauer oder etwas nuancierter. Und ab und zu in die Schubladen der anderen reinzugucken. Auf der Ebene können wir uns wunderbar verständigen heute Abend. Ich schlage vor, du liest jetzt noch zum Abschluss, bevor es zu kalt wird, den dritten Block. Ich bin mal gespannt, was da wird. Ich hoffe noch auf meine Lieblingspassage, aber ich befürchte, sie wird es nicht. Sag mir danach, was deine Lieblingspassage ist. Die habe ich dir schon mal gesimst. Ach so, ach ja, die Insel Föhr. Ja, das war ja klar, deine landespolitische Verantwortung strahlt er dadurch. Es gibt eine Szene, die auf Föhr spielt und die hat Robert natürlich besonders gefallen. Ich versuche sie nochmal ganz kurz zusammenzufassen, weil ich sie so im Ohr gehabt habe. Du kommst nach Föhr, Kneipe ist voll, der Tisch, alle sind besetzt, jemand holt dich an deinen Tisch. Darum geht es eigentlich, wie sie dich ansprechen. Aber das Lustige fand ich, du fragst, was gibt es hier eigentlich zu essen? Und alle sind Grünkohl. Und du sagst, nee, das ist mir zu schwer. Und bestellst Scholle und beschreibst so süß, wie die ganzen Föhr-Leute da sitzen und gucken, ob er die Scholle wohl vernünftig essen kann. Und als er das einigermaßen hinkriegt und sich nicht an den Geräten verschluckt, sagt jemand, und das habe ich so im Ohr, das nicht seine erste Scholle. Und das fand ich, das hätte ich jetzt gerne in deinem Idiom gehört, sozusagen in deinem Slang. Du kannst es viel besser. Aber wir hören was anderes. Junge. Wir hören auch deswegen was anderes, weil man im diskursiven Gespräch über das Buch tritt gewissermaßen die Meinungsseite, das Thetische, das Polemische an dem Buch stärker im Vordergrund. Rein textmengenmäßig würde ich ja sagen, oder das ist eigentlich meine Freude am Buchschreiben, es ist ein sehr erzählerisches Buch. Eigentlich lebt, das wäre mein Wunsch, es lebt eigentlich nicht so sehr von Reflexion und Meinung, sondern es lebt eigentlich von Erzählung. Also die Standardsituation des Buches ist eigentlich eine Abendessenseinladung. Was passiert, wenn 8 Leute an deinem Abendessenstisch sitzen und es kommt eine politische Streitfrage auf, über die man sich zerstreitet? Wie geht man damit um? Wie ertragen wir es, dass andere die Welt anders... Das ist die Kernfrage meines Buchs. Wie ertragen wir es, dass andere Menschen die Welt anders sehen als man selbst? Und das ist eine irrsinnig psychologische Herausforderung. Und es gab Phasen, wo es schlimmer war und es gab Phasen, wo es wieder besser wird. Und ich erinnere, zwischen 2015, 2016, 2017 endeten manche Abendessen in kaltem Schweigen oder mit Schaum vor dem Mund. Das ist jetzt schon wieder viel entspannter geworden. Solche Szenen versuche ich immer zu beschreiben, weil ich immer glaube, dass die Wahrheit eigentlich so in diesen
in diesen Details, die man beobachten kann, liegt. Wo Menschen durch eine Geste, durch ein Wort irgendwas signalisieren. Wo man lernen kann, wie man, auch unser Gespräch ist ja so eine Übung in, wie kann man über politische Differenzen hinweg trotzdem versuchen, über eine gleiche und gemeinsame Wirklichkeit streitend zu reden. Und von solchen Szenen, würde ich sagen, lebt der innere Stammtisch. Und die größte Herausforderung in diesem Sinne war, und davon handelt die nächste Szene, als mich ein alter Freund ist vielleicht zu viel gesagt, wir hatten uns fast 30 Jahre nicht gesehen, den hatte ich damals 1990 in den USA kennengelernt, anruft und mich besucht. Die Szene ist selbsterklärend. Ich erinnere mich, wie ich vor einem Jahr Besuch aus den USA bekam von Steve, einem kleinen Investmentbanker aus dem mittleren Westen. Ich hatte ihn 1990 kennengelernt, als wir beide in einem Summercamp am Lake Michigan als Counselor arbeiteten. Mein Englisch war erbärmlich, aber Steve sah meine Wissbegierde, meine Neugier auf sein Land, und so stand er mir zur Seite, indem er mir eine geschickte Kombination aus Sprachschule und Indoktrination, Grammatik und Ideologie verpasste. Er lehrte mich den martialischen Text der amerikanischen Nationalhymne, er schwärmte von der Boston Tea Party, er war inbrünstiger Katholik und leidenschaftlicher Anhänger der Reaganomics. Einer wie er war mir in meiner linksliberal behüteten Heidelberger Jugend noch nie begegnet. Es war ein Schock. Wie konnte man für den Papst glühen? Und noch schlimmer, wie konnte man Ronald Reagan verteidigen, diesen lächerlichen Wildwest-Cowboy-Darsteller, der vom Krieg der Sterne träumte? Wie bekam einer solche Leidenschaften überhaupt unter einen Hut? Dazu war Steve ein Mann, der die Frauen liebte. Wo immer eine schöne Frau auftauchte, stöhnte er auf, als wollte er sagen, entschuldige, aber von jetzt an bin ich nicht mehr Herr meiner Handlungen. Nie war mir ganz klar, inwiefern das Teil seines katholischen Glaubensbekenntnisses war. Offen zu zeigen, wie schwach das Fleisch war, gewissermaßen als gelebte Voraussetzung seiner Erlösungsbedürftigkeit. Doch wir waren beide sportliche Typen, die Auseinandersetzung liebten, und ich verdanke Steve, dass ich in dieser Zeit am Lake Michigan viel lernte und tatsächlich einen Sinn für die von ihm gepriesene Schönheit freier Märkte entwickelte. Dann sahen wir uns noch einmal 1996 in New York. Es war einer der ersten warmen Apriltage, wir tranken Caipirinha im East Village, aber während wir uns unterhielten, starrte Steve die ganze Zeit zwei Mädels am Nachbartisch an, bis diese endlich zurückschauten. Und schon hatte er sie in ein Gespräch verwickelt und an unseren Tisch dirigiert. Weil er allerdings Alkohol nicht gut vertrug, endete das alles nicht so triumphal, wie es begann. Die Girls bestellten noch immer eifrig Caipirinhas auf unsere Kosten, als Steve unerwartet schnell die Segel streichen musste. Dennoch verloren wir uns aus den Augen, bis er mir im Frühling 2019 via Facebook schrieb, er sei auf dem Weg nach Deutschland, ob er mich in Berlin besuchen dürfe. Ich freute mich, ich lud ihn ein, bei mir zu wohnen. Ich ahnte allerdings schon Schlimmes. Es konnte ja gar nicht anders sein, als dass ich mit Steve einen astreinen Trumpisten unter meinem Dach beherbergen würde. Erlauben Sie mir kurz mal, mich zu schneuzen. Schön, dass du dich bei Trumpist schneuzen musst. Für dich. Ja, für mich. Es gibt dann doch sowas wie Haltung. Genau. Ich war noch nie einem Menschen begegnet, der sich zu Trump bekannte. Eigentlich peinlich, weil es meinem Ideal des Pluralismus so gar nicht entsprach. Aber es ist bekanntlich auch nicht ganz einfach, in Deutschland auf Trump-Apologeten zu treffen. Und so gesehen war Steve, wie ich mir sagte, im Grunde eine tolle Gelegenheit für einen echten Wirklichkeitskontakt. Trotzdem hatte ich ein beklommenes Gefühl. Meine Toleranz würde einer schweren Prüfung unterzogen werden. Steve kam an einem Vormittag in Berlin an. Ich holte ihn vom Bahnhof ab, wir gingen ins Einstein. Der Kellner hatte uns noch nicht den Brotkorb auf den Tisch gestellt, als Steve schon zu politisieren anfing. Ich traute meinen Ohren nicht. Über 20 Jahre hatten wir uns nicht gesehen und das Erste, was der tat, einen politischen Streit vom Zaun brechen. Als hätte er 25 Jahre auf nichts anderes gewartet, als wäre er aus keinem anderen Grund aus Grand Rapids, Michigan, nach Deutschland geflogen, als uns Deutschen mal richtig einzuschenken.
Zuerst dachte ich, ich könnte ihn durch vorgespielten Gleichmut und Neutralität am wirkungsvollsten bremsen. Durch gelassenes Darüberstehen, sich nur nicht provozieren lassen, alle Fakten sprachen sowieso gegen ihn, warum also groß rumzanken? Leider überschätzt man sich in solchen Situationen leicht. Den übermenschlichen Willen, den es dafür braucht, hat man am Ende gar nicht. Außerdem sprach Steve so laut, dass man unser Gespräch an sämtlichen Tischen mitbekommen musste. Und da saßen möglicherweise Kollegen oder Menschen, die mich kannten. Da durfte jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich in Wahrheit willfährig mit dem amerikanischen Populismus kollaborierte. Und dann roch Steve den Braten auch bald und wechselte nun seinerseits in eine Stimmlage voller Anteilnahme. Als hätte er Mitleid mit uns und unserem Unglück, sozusagen unter Dauerterroralarm leben zu müssen, nur weil die eigene Kanzlerin so viele Islamisten ins Land geholt habe. Nicht wahr? Es gibt viel Unzufriedenheit in Deutschland, was man so hört. Sogar eine neue Partei, die immer stärker wird. Wie heißt die? Irgendwas mit Alternative? Da hörte der Spaß auf. Ich musste einschreiten. Ich versuchte, die Bedeutung der AfD kleinzureden. Im Gegenteil, man müsse Deutschland gerade im Vergleich mit anderen europäischen Nationen als einen Hort der Stabilität betrachten. Seit bald 15 Jahren regiere die Kanzlerin das Land ausgesprochen erfolgreich. Die Arbeitslosigkeit sei auf einem historischen Tiefstand. Ich bemerkte, dass ich begonnen hatte, meine Sätze mit wegwerfenden Handbewegungen zu untermalen. Das sei natürlich schön, entgegnete Steve, wenn alle so rundum zufrieden seien. Oh ja, durchaus, sagte ich, das sei sogar sehr schön. Gleichzeitig war ich damit beschäftigt, immer leiser zu reden, in der Hoffnung, dass dann auch Steve leiser sprechen würde. Es brauchten schließlich nicht alle im Einstein mitzubekommen, wie er jetzt doch tatsächlich sagte: Obama is a decent man. He loves his wife and loves his children, but politically I wildly disagree with him. He was the worst president since James Buchanan. Plötzlich hatte ich mich nicht mehr im Griff. Was sollte dieser Scheiß? Dieses gönnerhaft He is a decent man, nur um ihn dann in einer Mega-Hyperbel zum zweitschlechtesten Präsidenten aller Zeiten herabzuwürdigen. Meine Halsschlagader pochte. Ich musste einen Gegenschlag anbringen. Nur wer verdammt war dieser James Buchanan? Zu Hause googelte ich natürlich sogleich. Was für eine Frechheit! Buchanan war der Begründer des Populismus um 1850 und ausgerechnet ein Trumpist verglich Obama, diesen edlen Intellektuellen, mit einem Populisten reinsten Wassers. Diese Schamlosigkeit. Was er Obama denn vorzuwerfen habe, wollte ich von Steve wissen. Der habe die Verfassung gebrochen, sagte Steve, als er Obamacare durch den Kongress gepeitscht und mittels eines Verfahrenstricks den Senat ausgeschaltet habe. Und nun folgte eine sehr komplizierte Darstellung eines Sachverhalts, in dem die Frage, ob Obamacare eine Steuer oder eine Abgabe ist, ebenso eine Rolle spielte wie das Urteil des Supreme Court, dass Obamacare keineswegs ein einfaches Haushaltsgesetz gewesen sei und deshalb vom Senat unbedingt mit qualifizierter Mehrheit hätte gebilligt werden müssen. In meinem Kopf rauschte es. Von all dem hatte ich noch nie was gehört. Und für ein Mittagessen im Einstein war es mir auch deutlich zu kompliziert. Überhaupt war die ganze Redesituation nicht fair, das musste Steve einsehen. Ich sagte, nur weil du dich mit der Innenpolitik deines Landes besser auskennst als ich und nur weil mein Englisch zu schlecht ist, um dir den Kopf zu waschen für diesen ganzen Bullshit, nur deswegen hast du noch lange nicht recht. Und fügte hinzu, und mein Ton war leider ziemlich beleidigt, würden wir jetzt auf Deutsch reden, würde sich das alles ganz anders darstellen. Zugegeben, es gibt triumphalere Verteidigungsstrategien. Aber Steve tatsächlich nickte ganz sanft, obwohl mein Einwand gar nichts mit der Sache, bloß mit dem Verfahren zu tun hatte. Wenn ich eben noch überzeugt gewesen war, ich würde es mit dem Kerl definitiv nicht 3 Tage aushalten, gab es jetzt einen Hoffnungsschimmer. Wir lächelten verquält. Wir schalteten einen Gang runter. Obama habe das Land doch glänzend durch die Finanzkrise, für die er nicht verantwortlich gewesen sei, gelenkt. Er hat die Banken rausgehauen mit Steuergeld, das hat er getan, sagte Steve. Was habe Trump denn umgekehrt vorzuweisen, entgegnete ich. Noch nie in der Geschichte der Vereinigten Staaten, erfuhr ich nun, seien so viele Frauen und Schwarze in Lohn und Brot gestanden, bei steigenden Reallöhnen. Ach so,
Jetzt hätte man darüber streiten können, ob diese Entwicklung nicht von Obamas Politik angestoßen worden sei, aber da würden wir uns sicher im Klein-Klein der Zahlen verlieren. Aussichtsreicher erschien es mir, Steve, der sich kurz zuvor als Paleo-Konservativer geoutet hatte, und Paleo meint bei diesen Leuten immer die Zeit der Founding Fathers und die Constitution, bei seiner Ehre als Konservativer zu packen. Für mich, Steve, ist Trump ein Revolutionär, der mit der Verfassungstradition deines Landes bricht. Bei seiner Inaugurationsrede hat er gesagt, er werde die Macht dem Volk zurückgeben, so als wären alle seine Vorgänger im Weißen Haus Usurpatoren gewesen. Ich mag keine Revolutionäre. Nachdenkliches Wiegen des Kopfes bei Steve. Hatte ich ihn am richtigen Punkt gepackt? Er selber fürchte den Despotismus so sehr wie die pure Macht der Mehrheit, sagte er zu meiner Überraschung. Und fuhr fort, Trump sei laut und ordinär und rede viel Müll, aber was die Verfassungskonformität betreffe, wolle er jetzt nicht wieder auf Obamacare zurückkommen, erlaube sich aber doch, mich daran zu erinnern, dass Obama in seiner ganzen Amtszeit durch Executive Orders, also durch Dekrete, regiert habe. Im Wahlkampf habe Trump versprochen, mit dieser schlechten Praxis zu brechen. Er, Steve, habe Trump von Anfang an viel zugetraut und sehe sich darin nicht getäuscht, aber dass Trump in seiner Unbeherrschtheit in diesem Punkt Wort halten würde, damit habe selbst er nicht gerechnet. Und was ist passiert? Fragte er wie ein Magier, der das weiße Kaninchen aus dem Hut zaubert. Trump did not use the executive order. Langsam ging mir die Puste aus. Ob das überhaupt alles so stimmte? Das würde ich zu Hause mal genauer nachprüfen. Dass ausgerechnet die Schwarzen und die Frauen von Trump profitiert haben sollten. Come on, Steve. Damit er sich nicht einbilden konnte, Oberwasser zu haben, lenkte ich sozusagen mit letzter Kraft das Gespräch auf China. Ich wollte Steve mit seinem Stolz auf den American Exceptionalism quälen. Also sprach ich von Chinas offenbar unerschöpflicher Kraft. China werde die neue Weltmacht, während Trump durch seinen Isolationismus die USA weltpolitisch marginalisiert habe. Ja, man dürfe China nicht unterschätzen. By the way, ließ Steve an dieser Stelle einfließen, meine Verlobte, die ich in 4 Wochen heiraten werde, ist Chinesin. Aber anders als die USA habe China eine negative Demografie und nur Länder mit positivem demografischem Faktor hätten das Zeug zur Weltmacht. In der Geburtenrate drücke sich Zukunftshoffnung aus. Gott, ja, wegen der Ein-Kind-Politik, stöhnte ich auf. Aber an diesem Punkt konnten wir nicht mehr. Wir atmeten aus. Wir schwiegen. Es war, als hätten wir Druck abgelassen, als wäre erst einmal alles gesagt, was zu sagen gewesen war. Die Hunde hatten Auslauf gehabt, jetzt lagen sie erschöpft und zufrieden vor dem Kamin. Wir wendeten uns anderen Themen zu, und das ist leicht mit Steve, weil es fast nichts gibt, wofür er sich nicht interessiert. Von der Botanik bis zur Philosophie, von der Geschichte bis zum Investmentbanking. Wir hatten noch schöne und anregende Tage. Die vielen Baustellen, jetzt ganz im Ernst, auch ich hatte erst gedacht, ich hätte mich verhört, die vielen Baustellen machten ziemlichen Eindruck auf ihn. Vielleicht, meinte er, stehe es um die deutsche Wirtschaft, der doch nicht so sklerotisch, wie er gedacht habe. Ich zeigte ihm den Reichstag, besonders die Graffiti der Rotarmisten faszinierten ihn. Natürlich, immer wieder gab es herausfordernde Momente. Einmal in der Woche arbeite er, erzählte Steve, ehrenamtlich in einer Suppenküche für die Obdachlosen seiner Stadt. You know, I am against welfare. Aber er könne nun mal nicht verhindern, dass er wegen seiner Tochter, die geistig behindert ist, staatliche Zahlungen erhalte. Als bäte er um Nachsicht für seine Inkonsequenz. Da musste ich schon wieder tief durchatmen. Manchmal hatte ich auch Rachefantasien. Einmal beim Eintreten in ein sehr gutes Kreuzberger Restaurant, das Lode und Stein, dachte ich gönnerhaft, na mein Lieber, jetzt wirst du mal sehen, dass es auch andere Horizonte gibt und der linksliberale Hedonismus, plötzlich sah ich mich als Teil des linksliberalen Hedonismus, ganz andere Grade an Sophistication hervorgebracht hat, als du dir in deinem Flyover State Michigan vorstellen kannst. Vielleicht wird dir dann auch mal auffallen, dass man nicht überall in Jeans, Sneakers und Sweatshirt rumlaufen kann. Aber im Lode und Stein stieß sich niemand an Steves Outfit, während er hingebungsvoll die dortige Dekonstruktionsküche studierte und zu inspirierten Beschreibungen Geschmacksbilder kam. Ein wunderbarer Abend. Ein Trumpist im Lode und Stein, dachte ich noch kurz,
aber da war mir schon klar, dass es ohnehin keine so gute Idee war, sich durch Klassismus am Populismus rächen zu wollen. Bevor er wieder zurück in die USA flog, schenkte mir Steve noch einen Anlagetipp, der tatsächlich in den nächsten Wochen durch die Decke ging. Als ich das realisierte, war es leider schon zu spät, um noch einzusteigen. Dankeschön. Danke dir. Danke dir, lieber Junge. Robert. Dankeschön. Ich glaube, du musst jetzt noch arbeiten und Bücher signieren. Deine Bücher sind dort auch. Aber ich habe heute Abend nichts. Ich bin nicht wichtig. Aber du sollst hier. Ich sitze hier heute Abend und signiere. Hier nicht umsonst gekommen sein. Und Sie hoffentlich auch nicht. Ich hoffe, es war ein schöner, bisschen interessanter Abend. Und wenn Sie mehr lesen wollen, der Buchhandel freut sich. Weihnachten steht vor der Tür. Halten Sie sich nicht zurück. Dankeschön. Kommen Sie warm und sicher nach Hause. Tschüss. Ich danke dir sehr.